Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten LoL-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Aurelion Sol. In Patch 14.14 wurden wirklich all seine Fähigkeiten angepasst. Riot hatte das Ganze als Adjustment vermarktet, das war eine absolute Lüge. Circa 1,2% Winrate-Zuwachs konnte er bereits jetzt nach nicht einmal einem einzigen Tag verbuchen. Und das, obwohl seine Pickrate drastisch gestiegen ist und Aurelion Sol einen ziemlich hohen Skillcap hat. Zeit für unseren Abfalleimer der Woche. Ich habe es gewusst, ihr alle wisst, was kommt, es ist Tristana. Ihre Nerfbombe in Patch 14.14 ist auf jeden Fall eingeschlagen. Je nach Elo-Bereich hat sie bis zu 3% Winrate verloren. Insbesondere in den höheren Rängen ist sie nun ziemlicher Müll. Mittlerweile sitzt sie in Emerald Plus nur noch bei etwa 47% Winrate. Fliegen wir zum Nope der Woche. Und auch ja, bei diesem Champion ist es offensichtlich, wer es wird. Es ist natürlich Zed. Kaum wird er bei seiner eh schon super hohen Banrate gebufft, schon explodiert das Ganze ins Unermessliche. In Diamond hat er so einfach mal 10% Bunrate-Zuwachs an nur einem einzigen Tag verbuchen können. Ab zum Broken Pick der Woche und das ist Poppy Support. Statistisch betrachtet ist sie einer der Top 3 Champions im gesamten Spiel. Vor allem in Diamond und Emerald hat sie eine absolut gestörte Winrate. In Emerald Plus sitzt sie einfach mal bei über 54% Winrate. Ehrlicherweise ist das Ganze für mich nicht so riesig überraschend, denn jeder Champion hat gefühlt heutzutage 17 Gap Closer und Poppy Hardcounter Champions wie zum Beispiel Rakan einfach mal komplett aus dem Leben. Springen wir zur Rune der Woche und dort zu Jack of All Trades. Die Winrate als auch Pickrate der Rune steigt weiterhin an und das völlig zu Recht. Die Rune ist momentan die drittstärkste im gesamten Spiel. Wenn ihr einen Champion spielt, der gut unterschiedliche Stats nutzen kann, dann ist die Rune einfach wirklich astro broken. Die 5 Stacks lassen sich easy in der dritten oder vierten Minute mit 2 Mini-Item-Komponenten erreichen und 10 Adaptive Force in der vierten Minute sind einfach geisteskrank stark. Spätestens mit 2 Items und Boots habt ihr dann das Ganze voll gestackt. Vor allem auf Volibear ist die Rune extrem bekannt, aber auch auf anderen Champions wie zum Beispiel Lulu ist die Rune extrem stark. Alleine der Fakt, dass es wirklich die wildesten Volibear-Builds gibt, die alle darauf abziehen, diese Rune stetsmöglich vollgesteckt zu bekommen, sagt genug. Halten wir beim Fail der Woche und dort bei einem klassischen Riot-Move. Mithilfe von Datamines konnten praktisch alle großen, lol, ich nenne sie jetzt mal Drops, YouTuber und Influencer wie zum Beispiel Julex oder Matty feststellen, dass es zum Anima Squad Event eine Free Capsule geben sollte. Tja, Leute, Riot hat sich dann in der letzten Minute gedacht, hey, kostenlos? Nee, das gibt's bei uns einfach nicht. Es kam dann sogar raus, dass die Leaks wirklich gestimmt hatten. Denn Riot hat das Ganze wirklich, und das konnte man auch in den Leaks rausfinden, kurz vor Schluss noch einmal geändert. Ich erinnere mich selbst auch noch daran, dass Riot in der Season 3 Versprechungen gemacht hat, dass irgendwie alle RP bekommen, weil die Server in EU einfach kompletter Müll waren. Ja, die habe ich natürlich auch nie bekommen. Dass die Community von diesem Move natürlich nicht so ganz begeistert ist, ja, das versteht sich von selbst. Kommen wir zum Trick der Woche und dort zu den Midlane-ADCs. Wer gedacht hätte, dass mit den Absorb Life und Corki als auch Tristana-Nerfs die ADC-Midlane-Meta vorbei wäre, der irrt sich gewaltig. Vor allem in Korea werden Midlane-ADCs immer beliebter. So spammt Chovy zurzeit zum Beispiel extrem viel Siri Midlane, aber auch Sivir oder Draven hat er schon auf der Midlane gespielt. Laut DeepLoy gibt es alleine in Master Plus mittlerweile 8 Siri-Mitte-OTPs. Wenn ihr mechanically gut auf ADCs seid, dann abused sie bitte einfach in der Midlane. Was macht eigentlich Riot? Riot möchte noch einmal Aphelios angehen, denn Freak hatte in seinem Patch 14.14 YouTube-Video gesagt, dass Riot Aphelios wieder zu einem Auto-Attack-basierten ADC machen möchte. Momentan ist ja der E-Max into Collector-Bit, der wirklich eher so in Richtung Spellcaster geht, the way to go. Lustigerweise hatte Riot in ungelogen 11 Patches einen Auto-Attack-basierten Aphelios genervt. Aus meiner Sicht ist das Ganze aber dennoch the way to go. Idealerweise sollte man den Champion aber aus meiner Sicht komplett reworken. Alleine der Fakt, dass man in den 14.14er Patch Notes dahinter schreiben musste, welche Farbe das hatte, was man bufft, ja, ob das jetzt Lila, Weiß oder was immer war, weil niemand weiß, wie die Ability heißt und das sagt einfach schon genug. Das war's tatsächlich schon vom Kluftkurier für diese Woche. Schaut unbedingt auch auf unserem Insta- oder TikTok-Kanal vorbei. Dort haben wir zum Beispiel bereits unseren ultimativen Swarm-Guide gepostet. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.